Aha. Schrödingers Katze ist in einem Kasten eingesperrt, in dem eine Höllenmaschine steckt. Die Höllenmaschine besteht aus drei Teilen. Einem radioaktiven Element, das zerfallen kann, ein Hammer, der durch den Zerfall ausgelöst wird, und eine Glaskugel, die der Hammer trifft und dann zerschlägt. Wenn diese Glaskugel zerschlagen wird, wird ein Giftgas frei. Und wenn die Katze das Giftgas einatmet, stirbt sie. Nun weiß man nicht genau, wann und ob ein radioaktives Element zerfallen ist, sodass der Betrachter von außen nicht weiß, ob die Katze lebt oder nicht, vor allen Dingen, wenn er nicht hört, ob das Glas zerbrochen ist. Jetzt sagt die Quantenphysik voraus, und das, was Schrödinger mit beschäftigt, dass solange ich nicht weiß, was los ist, ist die Katze in einem Superpositionszustand. Sie ist sowohl lebendig als auch tot, was er absurd fand. Schrödinger fand die ganze Quantenphysik absurd an dieser Stelle. Aber natürlich weiß man inzwischen, dass die Quantenphysik so ist. Das Atom ist sozusagen sowohl rechts als links, Welle auch Teilchen, aber die Katze ist nicht tot und lebendig, denn die Katze ist kein Atom. Die Katze ist ein lebendiges Objekt und der Betrachter, der dann nachsieht, ob die Katze tot oder lebendig ist, hat sie nicht umgebracht. Das war das Gas. Und so spannend das ist mit der Katze, das, was Schrödinger da inszeniert, ist lächerlich. Denn das, was Schrödinger gemacht hat, gilt für Atome. Aber eine Katze besteht aus sehr vielen Atomen. Und die Frage ist, wann die Atome ihre besondere Qualität verlieren und zu dem klassischen System werden, das dann eine Katze ist, ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, dass der Übergang im Leben steckt, in dem Leben, das die Katze hat. Und nicht vergessen, noch wichtiger als das Wissen ist die Fantasie.